maximal heißt maximal. Genau, das heißt, wir schöpfen unsere maximalen Möglichkeiten aus, um dem Patienten bestmöglichst zu helfen. Also ich habe in einem kleinen Krankenhaus gelernt und es hat mich einfach fasziniert, dass man hier wirklich wahnsinnig viel lernt. Ich komme ja eigentlich aus einem kleinen Krankenhaus. Die kleinen Häuser haben einfach den Vorteil, dass sie die Patienten, wenn es schwierig wird, abverlegen können. Und wir als Maximalversorger müssen eigentlich alles vorhalten. Sie müssen so sehen, in einem kleinen Haus, die können oft nicht jedes Krankheitsbild behandeln. Das heißt, ich rechne da nicht heute mit einem Polytrauma-Patient, der schwerst verletzt ist oder mit einem schweren Herzinfarkt, weil der in die großen Maximalversorgerhäuser geht. Maximalversorgerhaus sind ganz andere Arbeitsansprüche, die kleinere Häuser eben nicht haben. Das muss man mögen. Das heißt Rufdienste, die Bereitschaft der Mehrarbeit zu leisten, aber man sieht natürlich auch mehr. Das heißt, man hat ein viel größeres Spektrum an Unfällen, an Notfällen. Sowas kennt man in kleineren Häusern nicht. Und das ist das, was interessant ist. Das ist das, was den Reiz ausmacht. Dinge zu sehen, die woanders einfach abgelehnt werden oder nicht behandelt werden können. Nein, es ist einfach die höchste Versorgungsstufe, was man in der Pflege, auch in der Medizin am Patienten haben kann. Die ersten 2 Jahre hier, ich habe alles gesehen. Was nicht immer schön ist, aber auf jeden Fall Erfahrung. Erfahrungstechnisch wahnsinnig gut. Ja. Die Herausforderung, dann wirklich zu sagen, als Pflegekraft, boah, ich möchte die ganze Facette der Medizin kennenlernen, das können Sie wirklich nur in einem Maximalversorgerhaus wie hier im Klinikum Augsburg. Ich habe mich für den Maximalversorger entschieden, schon vor vielen Jahren, weil ich es liebe, an die Grenzen der Medizin zu gehen. Weil ich liebe, an die kleinen Wunder noch zu glauben. Dinge, wo man sagt, da führt kein Weg mehr raus. Große Mediziner sind an Häusern der Maximalversorgung, die auch zum Teil große Medizin leisten. Und große Mediziner brauchen immer gute Krankenschwestern an ihrer Seite, die Ideenreichtum haben, die klug sind und die sich einbringen können. Denn ich bin 8 Stunden am Bett und nicht der Mediziner. Er gibt die Anordnung, aber ich führe sie aus. Ich bin diejenige, die die Hand hält. Das kann ich auch in einem kleinen Haus. Aber an die Grenzen gehen, was mich immer interessiert hat. Nicht, weil ich die Sensation suche, sondern weil ich hoffe, dass diese Menschen, die vielleicht schon aufgegeben haben und die vielleicht nur eine Chance von 5% haben, dass die den Schritt ins Leben gehen. Und das gehen sie unter Umständen hier. Und ich möchte dabei sein.